Tag zusammen. Heute möchte ich euch von einem großartigen Menschen erzählen. Einem Mann, der vor genau 60 Jahren seinen gewaltsamen Tod erlitt. Sein Name ist Dag Hammarskjöld. Wir befinden uns im Jahre 1953. Seit einem halben Jahr sucht die UN-Organisation händeringend nach einem neuen Generalsekretär. Man einigt sich schließlich auf einen Übergangskandidaten, einen scheinbar blassen und bürokratischen Beamten, eben den Schweden Dag Hammarskjöld. Selten hat man sich in einer Einschätzung so geirrt. Binnen kürzester Zeit formte Dag Hammarskjöld aus einer schwachen Organisation eine doch sehr einflussreiche. Wir befinden uns im Jahre 1955. Der beendete Koreakrieg droht neu auszubrechen. In China werden 12 US-Soldaten wegen Spionage gefangen gehalten, ihnen droht die Todesstrafe. Da startet ein Flugzeug von New York in Richtung Peking, an Bord Dag Hammarskjöld. Und die chinesischen Unterhändler sagen nach den Verhandlungen: Niemals haben wir einen Menschen erlebt, der mit solch einer Herzenskraft für den Frieden kämpfte. Seiner leidenschaftlichen Diplomatie konnten wir keine Gegenwehr setzen. Die 12 Gefangenen werden freigelassen, der Krieg ist abgewendet. Wir befinden uns im Jahre 1956. Diesmal droht ein Krieg in der sogenannten Suez-Krise. Es geht um den Suezkanal und um die Vorherrschaft ringen Israel und Ägypten. Da startet ein Flugzeug von New York nach Kairo. Und die Unterhändler, auf der einen Seite Ben-Gurion, auf der anderen Seite Abdel Nasser, sagen dasselbe wie ein Jahr zuvor die Chinesen. Noch niemals haben wir einen Menschen erlebt, der mit solch einer Herzenskraft leidenschaftlich für den Frieden kämpfte. Die Suezkrise wird abgewendet, der Krieg ist abgewehrt. Wir befinden uns im Jahre 1961. Nach 75 Jahren hat die Kolonialmacht Belgien seine Kolonie Kongo überstürzt in die Unabhängigkeit entlassen. Und sofort entbrennt ein Krieg. Die Teilnehmer in offener Form, die Sowjetunion unter Khrushchev, in versteckter Form die westlichen Mächte. Und es geht natürlich nur um Geld, um Macht, um den Besitz der unermesslichen Bodenreichtümer und der Bodenschätze im Kongo. Da startet ein Flugzeug von New York in Richtung Kongo. An Bord Dag Hammarskjöld. Aber diesmal geht es nicht gut. Über dem Süden des Kongos wird die DC-6 von einem Kampfjet abgeschossen. Bis heute ist nicht geklärt, wer dahinter steckt. In den Trümmern des Flugzeuges findet man neben den Leichen der Besatzung die völlig unversehrte Aktentasche von Dag Hammarskjöld. Und in dieser Aktentasche ist ein Buch des großen mittelalterlichen Mystikers Meister Eckhart. Und in seinen Tagebüchern liest man, dass Dag Hammarskjöld auf ihn
den mittelalterlichen Philosophen seine ganze Herzenskraft baute, vor allen Dingen auf einen Satz des christlichen Mystikers Meister Eckhart, wo er sagt, die wichtigste Stunde ist immer die gegenwärtige. Der wichtigste Mensch ist immer der, der dir gegenübersteht. Und die wichtigste Tat ist immer die Liebe. Das war die Quelle, von der sich das leidenschaftliche Herz Dag Hammarskjölds nährte. Und im Garten des Lebens ist diese Quelle der beste Dung. Das sagt der Bergische Jung.